Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's mal wieder ein Review und zwar zu Redneck Zombies. Ne, hier die Blu-ray von Vinegar Syndrome bzw. DeGorsa Video, deren ja, Sublabel oder Partnerlabel. Und ja, gucken wir doch mal, wie dieser Zombie-Splatter-Amateur-Trash aus den 80ern ja, heute noch so nachwirkt. Also die Handlung von Redneck Zombies, ne, hier nochmal ein schönes Bild, ist natürlich relativ simpel gehalten. Ne? Und zwar ist irgendwann 1986, da war eine Fliege, in den ja, Backwoods Amerikas ein ja, Militärtransport, nennen wir es mal, von einem Fass mit sehr ja, nuklearem Inhalt abhanden gekommen und man schweigt sich so ein bisschen darüber aus, wie das passieren konnte. Aber hier sehen wir, was da wirklich passiert ist. Nämlich, dass ein Redneck diesen Militärtransport überfallen hat und denkt, hey, der hat da ein schönes Fass, da muss Alkohol drin sein. Na, und ja, unterm Strich haben die Rednecks dann ja, dieses Fass mit diesem Zeichen drauf ja, für Moonshine gehalten und richtig schön da ja was mit gebraut und getrunken und na, verwandeln sich dadurch in Zombies. Was denn nicht nur die Region allgemein, sondern tatsächlich halt auch ein paar Camper, die da in der Nähe sind, ja, zu spüren bekommen. Ja, so weit, so blöd. Das Ding ist, Redneck Zombies ist wirklich, ich sag mal so, ne, da ist Minato auch der Meinung, das ist so ein Ding, da kommt es manchmal auch ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung man gerade ist. Hat man gerade richtig Bock auf debilen, trashigen Splatter mit sehr Humor, nennen wir es mal, mit sehr speziellem Humor. Das muss ich Minato ganz genau angucken. Dann ist der Film sicherlich gerade dann mal, wenn man auch schon selber vielleicht ein bisschen Moonshine getrunken hat, ein Highlight und lustig und ja, jetzt wird es dunkel einmal. Auch mal eine Form der Überblende. die Minato-Überblende, die hier immer noch weiter wedelt. Naja, wie gesagt, dann ist das vielleicht wirklich eine richtig coole Angelegenheit und macht richtig Spaß. Guckt man den, jetzt haben wir hier noch Godzilla-mäßige Angriffe auf die Kamera. und dann ist das Ganze vielleicht weniger geil. Der hat aber auch gerade einen Spaß hier. Nein, Mimu. Sorgt unterm Strich dann halt auch dafür, wie gesagt, in geselliger Runde mit einer Menge Leute, die Trash-Splatter mögen und wirklich richtig schön sich mal einen doofen Film angucken wollen. Der taugt da durchaus, der macht da auch durchaus Spaß. Wenn man sich dann ja, vielleicht so nüchtern alleine anguckt, schon ein bisschen weniger. Selbst der Trash-Fan, der ne, findet hier immer, natürlich immer noch so ein paar Sachen, die richtig Gaudi machen. Ich nehme mal hier so ein paar Anspielungen, die der Film natürlich bringt. Ne? What we have here is a failure to communicate. Von dem dicken Redneck. in der deutschen Synchro natürlich der große Klassiker, ne, als man den Campingground gefunden hat. Ne, und sogar ein Teich zum Reinpissen. Auch irgendwo ganz urig ist die Szene, als der eine Typ da, na schon wieder eine Überblende, der eine Typ da von den Campern eine Leiche obduziert, aber voll drauf ist und ne, sich wundert, was er da alles aus dem Körper rausholt. Dabei sind es Organe. Er kriegt das gar nicht mit, die anderen so. Na, das sind schon so ein paar sehr urige Szenen und wie gesagt, es gibt auch ein paar Anspielungen auf andere Filme, wenn man ein Auge offen hat, na, aber macht irgendwo schon Spaß und am Ende splattert es dann halt auch. Da sind wir beim Kritikpunkt 1. Der Film verlässt sich sehr lange auf seinen etwas debilen Humor. Ne, was mal funktioniert, mal nicht so. Beste Beispiel für dieses, ja, der eine
Redneck Ellie Mae ist homosexuell offenkundig, ne, beziehungsweise ja, geht in Richtung Crossdresser so leicht. Nicht gut gealtert natürlich aus heutiger Sicht für viele Menschen. Andererseits ist es schon sehr urig zu sehen, wie die Rednecks das einfach nicht schnallen. Sich einfach denken, okay, der ist halt ein bisschen anders. Aber was da jetzt genau... teilweise ist es dann halt in der Darstellung zu, und das ist das Problem, zu plump, zu klischeehaft. Okay, sind wir ehrlich, ist auch aus den 80ern in dem Kontext, ne, wurde das halt häufig so dargestellt. Ja, ist aber, wie gesagt, schon irgendwo urig gedacht, nicht immer optimal umgesetzt. Und das trifft auf einige Szenen vom Humor zu. Es sind coole Ideen hinter, es macht durchaus irgendwo auch Spaß, aber manchmal überschreitet es auch mal die Grenze zu. Yeah. So, und das Ding ist, da man halt wirklich, bis das mit dem richtigen Gesplatter losgeht, ja, sich sehr lange damit aufhält, das stört die Partytauglichkeit ein bisschen. Wenn ich jetzt mal zum Vergleich, so hatte ich ja neulich gesehen hier von Fäkalocaust, den Hillbilly-Holocaust, der geht gleich straight voll rein. Auch andere Trash-Splatter-Filme, die gehen sehr schnell rein. Und ja, der hier braucht sehr lange, bis er denn mit dem Splattern loslegt. Und wie gesagt, vorher der Humor, ja, auch dieser, ich sag mal, Tabakmann, ne? Also der hier Elefantenmensch, der da komische Sachen verkauft, wie, ne? Kautabak und sowas. Das ist so... Ja, naja. Und wie gesagt, damit haben wir auch schon das große Problem. Der Humor zündet halt nicht immer. Er ist mal ganz lustig, mal einfach wirklich... Das Gesplatter geht zu spät los. Ist denn zwar auch gut gemacht von Pericles Lunis, der hier übrigens den, wenn mich gerade nicht alles täuscht, hier Ellie Mae selber spielt. Und ja, man merkt halt, der hat zum Beispiel die Effekte, hier steht es gerade nochmal, von Toxic Avenger 2 und 3, Shattered Dead und so gemacht. Und die Effekte sind auch gut gemacht, sind auch schön blutig. Aber wie gesagt, es kommt zu spät, als dass das denn den Trash-Splatter-Fan wirklich durchgängig, wirklich erstklassig unterhält. Ja, und deswegen, dieser Film schwankt halt dadurch vom Unterhaltungswert nach Lust und Laune zwischen... ein bisschen sehr langweilig und kommt nicht in eine Puschen, bis hin zu ja doch, das hat Spaß gemacht. Umhauen tut er einen allerdings als Gesamtes nicht. Und das ist ein bisschen schade, denn ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Gesplatter anstatt weirdem Humor, hätte das vielleicht noch ein Mühe besser funktioniert. Ja, und deswegen, der schwankt wirklich zwischen und ja, das wie gesagt, teilweise nach Lust und Laune. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich den gefeiert wie sonst was. Das zweite Mal war das ein... Das war urigerweise das erste Mal alleine geguckt. Gefeiert wie sonst was. Ne, auf einem Filmabend mit ein paar Leutchen, die dann halt so 15, 20 teilweise saßen wir ja immer zusammen, haben immer unsere Horrorfilmabende gemacht und Splatterfilmabende. Da haben wir den dann geguckt und trotzdem Alkohol im Spiel war das so ein... Oh, nee, ging gar nicht. Dann irgendwann nochmal geguckt, dann war es wieder ganz in Ordnung. Jetzt halt nochmal der Rewatch und ja, es ist sehr stimmungsabhängig, ob man da jetzt richtig gerade Bock drauf hat und das Debile feiert oder ob man sich dann eher an den Kopf packt. Und von daher, man kann ihn definitiv nicht uneingeschränkt empfehlen. Es ist schon sehr speziell, man muss es schon mögen und halt, wie gesagt, Bock drauf haben in der Zeit. Also, naja. Und von daher, ja, ist so ein Mittelding insgesamt, aber nach Lust und Laune schlägt es nach oben aus oder nach unten. Also, naja, ist auf jeden Fall mal was Spezielles, aber naja, ich sag mal, da gibt es auch im Amateursplatter-Bereich natürlich blutigere Sachen, unterhaltsamere Sachen und besser gemachte Sachen. Ne? Obwohl, wie gesagt, der durchaus auch mal in der richtigen Laune durchaus sehr gut funktionieren kann, der Redneck-Zombies. Ah gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir unten natürlich mal wieder in die Kommentare, wie fandet ihr den Film denn, wenn ihr ihn gesehen habt? Lustiger Trash-Splatter oder
absolute, ja, atomare, ja, Gurke. Na, möchte man sich da mit dem Moonshine selber aus dem Leben schießen, damit man das nicht mehr ertragen muss? Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.